Zahlungsaufschub durch die Hintertür. Das Häufchen Elend vor meinem Schreibtisch tat mir richtig leid. Da saß er nun, ein Schuldentöffel, durch und durch. Zerknirscht berichtete er mir von der Aufforderung des Finanzamtes, die eidesstattliche Versicherung abzugeben. Er wusste absolut keinen Rat mehr. Ob ich nicht sagen könne, wie sich die gesamte Vollstreckungsangelegenheit auf Eis legen ließe? Immerhin sei diese Steuerangelegenheit ja noch beim Finanzgericht anhängig. Nun, ich wusste einen Ausweg. Um die eidesstattliche Versicherung abzuwehren, brauche er den Termin beim Finanzamt gar nicht wahrzunehmen. Er müsse nur dafür sorgen, dass er rechtzeitig Einspruch gegen die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung einlege. Ebenso gegen die Abgabe des Vermögensverzeichnisses. Das ist ultra wichtig, schärfte ich ihm ein. Legen Sie doppelten Widerspruch ein, und zwar fristgerecht. Also 8 Tage vor dem eigentlichen Termin der Abgabe der eidesstattlichen Versicherung beim Finanzamt. Weitere interessante, kostenlose Informationen finden Sie auf der Erfolgsonline. Alles wird gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher.